Grüezi, Fridolin Störi, nimm Platz. Ja. Herzlich willkommen im Stadtbus Winterthur. Ja. Du bist an deinem Dialekt leicht als Glarner zu identifizieren, weil keine Winterthur so archetypisch witzig Glarner wie du. Was hat dich als Glarner aus dem Ziegerschlitz nach Winterthur gezogen? Ja, es waren eigentlich zwei Sachen, die hier eine Stelle gefunden haben, die ich im Studium selber verdienen musste. Dann habe ich auch noch meine zukünftige Frau kennengelernt und dann war ich eine Winterthurerin. Ja, welcher Grund war jetzt ausschlaggebend? Das musst du nicht fragen, das ist mir ziemlich klar. Wenn du sagst, von der Ausbildung her, welche beruflichen Voraussetzungen hast denn du müssen mitbringen, um nachher Bausekretär oder sogar eben Oli, oberster Baupolizist zu werden? Ja, aber das kann man von ganz verschiedenen Berufen her machen. Ich war jetzt Jurist, der ehemalige Chef der Baupolizei Zürich war Architekt. Es gibt auch einen Ingenieur, der sich in so einen Job verirrt. Aber eben, ich habe es mit dem Recht gehabt. Was ist deine eigentliche Hauptaufgabe im Bauamt? Eigentlich muss ich dafür sorgen, dass man die Winterthur mal bauen kann und dass man so baut, wie man sollte bauen. Und wie weiss man, wie man bauen sollte? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben immer mehr Vorschriften, die das Bauen regeln. Und wenn man alle die Vorschriften einhält, dann tut man recht bauen. Heißt nicht unbedingt, dass wir hier gut bauen, aber dann tut man recht. Es gibt noch ein paar andere Kriterien, die wir mal auf Winterthur anwenden könnten. Wo wird die Winterthur am schönsten bauen? Wo am schnellsten? Und wo am günstigsten? Oh. Aber jetzt kannst du es ein bisschen überlegen. Mal schauen. Es ist ja vieles im Entstehen. Das, das, im Hegifeld. Es ist überall. Ja, es läuft wahnsinnig viel zu Winterthur. Aber ich kann, glaube ich, das ziemlich einfach sagen. Am schönsten wird dort bauen, wo wir Wettbewerb durchführen. Am schnellsten und am günstigsten. Ja, da muss ich sagen, der Leopold Bachmann, der hat unheimlich schnell und unheimlich günstig gebaut. Es gibt aber auch jemanden eine Winterthur, der weiss, wie es geht. Du bist ja sicher mal unter Druck, denn du musst schauen, dass die Vorschriften eingehalten werden auf der einen Seite. Auf der anderen hast du aber auch politische Vorgaben. Der Stadtrat betätigt sich ja manchmal auch als Planer und Baumeister. Sind auf der anderen Seite Architekten, Bauherren. Woher kommt der grösste Druck? Ich denke, der grösste Druck haben wir immer noch von Seiten der Bauherren und ihren Architekten, die möglichst schnell ihre Baubewilligungen haben wollen. Mit möglichst wenig schwierigen Auflagen. Mhm. Druck von der Behörden her haben wir eigentlich keinen. Oder höchstens der, wir sollen dort etwas Würde machen. Dort wird der Baugesuch absolut korrekt behandelt und die Bewilligungen erteilt oder die Verweigerungen ausgesprochen. Es sind ja nicht viele, die wir haben alle Jahre. Und von den Fachverbänden haben wir eigentlich auch sehr wenig Druck. Mhm. Du giltst ja auch als juristisches Gewissen vom Bauwesen in der Stadt Winterthur. Kommst du da nicht manchmal auch gewissens Biss über? Ja. Also es gibt immer noch ein paar wenige Leute, die das Recht etwas Absolutes anschauen. Und das Recht, gerade das Baurecht, ist in vielen Bereichen relativ. Wir haben einen grossen Ermessensspielraum von Seiten der Behörden. Wir haben eine Bandbreite, die wir uns drin bewegen müssen. Und ich schaue einfach, dass wir wirklich in dieser Bandbreite bleiben, wo wir dürfen sein. Früher haben wir ein bisschen mehr geschaut, dass wir einfach die rechtlichen Vorschriften alle korrekt einhalten. Wir haben vielleicht ein bisschen weniger auf Gestaltung, Einordnung, auf Städtebau geschaut. Heute schauen wir auch auf diese Elemente stärker als früher. Aber immer mit Augenmaß, offensichtlich. Wir haben immer ein vernünftiges Augenmäß, denke ich. Man soll auch von Seiten der Behörden den Ermessensspielraum ausnutzen, den wir haben, für ein gutes Bauen, für ein qualitätsvolles Bauen in dieser Stadt. Du hast dir als Ziel bei unserem heutigen Gespräch, ein geografisches Ziel, das Sulzer-Areal Stadtmitte ausgesucht. Was fasziniert dich an dieser Brache?
wo natürlich jetzt schon weitgehend überbaut oder gestaltet ist. Ich habe den ganzen Prozess von der Transformation von dem Areal am Anfang an miterlebt. Von dem Moment an, wo die Konzernleitung von Sulzer am Stadtrat von Winterthur eröffnet hat, dass man das Areal da unten stilllegen will. Das war Mitte 80er Jahre. Mitte 80er Jahre. Ja. Dass man das Areal da unten stilllegen will, will anders nutzen. Bis heute eigentlich, wo wir schon einen grossen Teil von dem Areal neu genutzt haben. Der ganze Prozess war ein unheimlich interessanter Prozess für alle Akteure, die daran beteiligt waren. Jetzt sollten wir aussteigen, sonst verpassen wir nämlich den Einstieg dann ins Sulzer-Areal. Ja, viel weiter rauf dürfen wir nicht mehr. Nein. Was fasziniert dich an dieser Spannung zwischen Alt und Neu? Aber da haben wir wirklich, wie du sagst, einen idealen Standort. Wir haben auf der einen Seite Sitz von der Konzernleitung Sulzer, der Olymp, wo wir dann noch einmal einen Olymp auf eine Uhr haben. Wir haben hier einen ehemaligen die Gewerbeschule von der Firma Sulzer, ja. Die der Kanton übernommen hat jetzt, wo er für einen hohen Millionenbetrag, 50 Millionen, vollständig renoviert und neu gestaltet hat. Wir haben hier neben uns das Werk aus dem Schoch, die Pionierleistung vom Urs Schoch, wo der Mut hatte, hier unten anzufangen, hier unten ein Zeichen zu setzen mit in einem ersten Bauprojekt. Auch das ein ganz interessanter Ort, ein ganz interessantes Gebiet. Und dann der nahtlose Übergang an Gegenwart? Der nahtlose Übergang zur Gegenwart. Zum Katharina Sulzerplatz, der flankiert wird auf der einen Seite von dem neuen Geschäfts- und Wohnhaus, wo man in die alten Strukturen hineingebaut hat, kauft man das andere Meer. Auf der anderen Seite noch die Halle 52, 53, wo wir jetzt neue Verwendungszwecke suchen. Ich denke, man wird für diesen Komplex auch sehr interessante Nutzungen dann finden. Das ist ja auch für uns Winterthur etwas Neues war, dass man plötzlich eine Industrie gebrochen hat und derartige Volumina. Da hat es ja auch noch keine Vorschriften, keine Pläne und nichts gegeben. Oder? Das ist richtig. Wir haben dort aber sehr rasch, wo dann die Areale freigestellt worden sind, sind wir mit den Planungen von Sulzer konfrontiert worden. In Genova, wir haben Kalt, die Grillen abreißen, neu bauen. Ja. Dann Jean Nouvel, wo Hektarenhalle nicht wollen. Transformieren, umbauen. Ein sehr interessantes Projekt, das aber einfach nicht zum Fliegen gekommen ist, weil das Investitionsvolumen damals zu gross war und man keinen Nutzer gefunden hat, der alles übernehmen konnte und kein Investor, der bereit war, alles zu finanzieren. Es war eine Chance, es war ein gutes Projekt. Wir sind jetzt mit dem Projekt von Krijanitz. Insgesamt 2000 Arbeitsplätze, weil wir sind nicht sehr weit weg von den Ideen, die Jean Nouvel hatte. Wir sind wieder an einem faszinierenden Ort. Und du hast mir gesagt, das sei ein Beispiel für einen musterhaften Transformationsprozess. Was verstehst du darunter? Ja, man hat ja eigentlich ursprünglich auf diesem Areal ein Postverteilzentrum bauen. Dann hat man einen Gestaltungsplan gemacht. Man hat sich vorgestellt, wie man das ganze Areal neu überbauen kann. Dann wären mit Ausnahme von den Gebäuden da vorne wären alle Bauten da zum Opfer gefallen. Als wir in dem Gestaltungsplanprozess inne waren, ist die Stiftung Abendroth aus Basel gekommen und hat mit dem Martin Schmidli, damals Chef von Sulzer Immobilien, den Kauf des Areals vorbereitet. Warum dass das eine gute Situation ist, man tut das Areal jetzt hier aus dem Bestand entwickeln. Man will nicht abreißen und neu bauen, sondern will den Bestand mit der Zeit fortlaufend den heutigen Anforderungen anpassen. Und das war die Grundidee, die wir hatten, im ganzen Areal. Wir haben auch auf dem Baupolizeiamt aus
alle Neunutzungen, Umnutzungen haben wir gefördert. Wir mussten alle zwei Jahre wieder etwas dazu machen, bis man irgendwo in der Nähe war von den Anforderungen, die man tatsächlich hat, müssen erfüllen. Mit dieser Taktik haben wir an sich, dass ihr Areal beleben und können verhindern, dass es verödet in dem Moment, wo die alten Nutzungen weggefallen sind. Du redest von fast juristischer Taktik. Dabei ist das Ganze eigentlich ein wunderbares Beispiel, wie die Baupolizei zum Förderer von Kultur werden kann. Ich finde es auch eine ganz tolle Sache, dass wir das Areal in seiner Eigenart erhalten können. Ja. Dass man da jetzt nicht aus Gründen von der Maximierung von der Bodenrente einfach alles abreißen will. Man wird einzelne Neubauten haben auf dem Areal. Sicher. Das ist unausgleichlich, aber man wird wesentliche Elemente der bestehenden Strukturen können haben. Wir haben hier das alte Gründerhäuschen, das 1834, das man erhalten will. Dann kommt die grosse Baugrube mit dem Superblock drin, wo wir nachher 2000 Arbeitsplätze konzentriert haben. Und hinten dran noch der Halbrundbau, den wir auch gut kennen, von der Werkhalle über die Musical Hall jetzt zur Bibliothek der Hochschule. Also, gehen wir wieder auf den Bus. Ja.